Moin Sens, zurück bei Little Nightmares, hier auf meinem Kanal mit der Switch. Wir befinden uns hier in dieser Ahnengalerie und wie man sieht, sind hier ganz viele Gesichter. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge man drücken muss. Ich guck mal, ob ich mir hier einen Hinweis finde, weil hier sind ja nochmal alle drauf. Oh, hier sind es alle, die hier drauf sind, oder nicht alle? Also, da ist dieser grimmige Typ, das Baby ist da. Da ist der mit der langen Nase, der Fette. Also wir machen der Fette und der mit der Nase und das Baby. Das, den wissen wir auch schon mal. Der Fette, der mit der Nase, das Baby. Gucken wir nochmal. Also. Ne, nicht der Grinseheine. Der mit der Nase ist auf jeden Fall dabei gewesen. Gucken wir mal. Oh, warte. Der Fette, weiß ich. Das Baby auf jeden Fall. Also dieses Kind. Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, wer noch da war. Müssen wir rübergehen. Also wir haben den Fetten mit der Nase. Ne, den mit der Nase. Genau, da ist das fette Gesicht. Was haben wir noch da? Baby? Da ist der mit den schrägen Augen da rechts. Okay, der Fette und der mit den schrägen Augen. Den müssten wir auch mal finden. Da, der mit den schrägen Augen auf jeden Fall. Ganz sicher. Weiß ich nicht mehr. Der Fette hier hinten auf jeden Fall. Ne, der nicht. Aber der Junge war noch da, ne? Der Junge war auch noch da. Ne. Okay, nochmal. Also. Der mit den komischen Augen. Das Baby. Der Fette. Und der mit der Nase. Ja, na, also okay. Dann haben wir noch den. Das Kind. Den da. Auch ein Fetter mit langer Nase. Mal kurz gucken. Ja, rein. Ah, der ist das. Den Fetten haben wir auch schon, ne? Genau, das ist der da. Ah, da ist er, okay. Gucken wir mal, wenn das der ist, müsste es richtig sein. Der hier. Yes! Da war doch was. Ich muss sagen, in dem Kids-Spiel sind viel mehr Rätsel als bei dem Six-Spiel. Oh. Oh, das, wie machen wir das denn? Da müssen wir aber schnell sein. Shit, shit, shit. Okay, wenn man ihn runternimmt, muss man wahrscheinlich sich erstmal vorne vor dem Podest runterlaufen, weil da ist ja Schatten. Machen wir gleich mal. Da ist wieder so eine Figur. Die andere Figur haben wir ja liegen gelassen. Die müssen ja für irgendwas gut sein. Mal gucken, wofür die gut sind. Wenn es so welche Rätsel gibt, nur um diese Figuren zu bekommen, dann müssen die Figuren ja für irgendwas da sein. Und gleich mal weiter. War da noch ein anderer Raum, den wir noch nicht geguckt haben? Also, pass auf, die Figuren nehmen wir mit und zwar... Hey. Warten wir mal kurz, wie viel Zeit er braucht. Oh. Okay, hier rein, chat, chat, chat. So, nur noch rechts und links oder guck auch nach? Na gut, auch ganz nach da. Ah, warte mal. Eine Idee. Nein! Klappt nicht, wie ich dachte. Okay. Wie kann man das jetzt am besten machen? Das ist ja auch gar nicht so leicht. Wie macht man das denn am besten? Ah.
Geht ja eigentlich nur auf die eine Art, also müssen uns halt weiter nach da, nach unten schleichen, ne? Anders, glaube ich, funktioniert das nicht. Okay, und die Figur brauchen wir definitiv. Deswegen müssen wir da schon mal hin. Komm, schon. Lampe. So. Und warte, bleib noch hier. Bleib mal ganz kurz hier. Ja. Oh, zurück. Okay. Muss die Figur dagegen werfen. In die Tür. Das ist natürlich dumm. Richtig schlecht geworfen. Schau mal rein. Oh, haben wir geschafft. Nicht zu Stein verwandelt worden. Mann. Gar nicht so leicht. Und so? Ah, muss ein bisschen tricksen hier, ne? Damit auch alles klappt, wie man es will. Dass die Geisha hier irgendwo steht und mich gleich. Da. Ja. Ah, ein Zwerg war das. Was anderes kann. So, gehen wir mal runter. Hier oben können wir ja nichts mehr machen. Jetzt müssen wir gucken, wo wir mit den Figuren hängen können. So, also hier unten hatten wir schon alles abgeklappert. Abgeklappert. Lass mal hier unten runter gehen, in eine Etage tiefer, aber da waren wir noch nicht. So, also wir sind auf der linken Seite, waren wir ja. Hier ist noch ein Raum. Können wir da rein? Okay, das ist einfach. Ich hab ein Dreieck. Ah, okay. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal schnell die andere Figur holen. Die war ja auch irgendwo. Die hatten wir da oben liegen. Mal holen. So, mir schwan fürchterlich, dass die letzte Figur wahrscheinlich hinter dieser verschlossenen Tür ist hier. Muss ich den Schlüssel natürlich irgendwo herbekommen. Guck mal, diese Figur hat nämlich, diese Figur hat einen viereckigen Boden, also einen Sockel. Das heißt, den Sockel packen wir in den viereckigen Sockelboden. Ganz super erklärt. Okay. Aber das ist wirklich rätsellastiger hier, ne? Also, beim anderen war es ja wirklich viel mehr mit Weglaufen, so ein paar kleine Rätsel, aber nicht in der Form. Finde ich ganz gut. Macht es auf jeden Fall interessanter alles. So, hier mal rein. Na, guck mal. Ich bin noch ein Runder. Muss hier für speziell stehen irgendwie? Nö. Gut, ist ja egal. Wir suchen jetzt einfach mal die Runde. Denn ich würde behaupten, die Runde wird das Rätsel als Lösung bringen. Wo können wir dann mal nach dir gucken? Wo war es mal hier nochmal? Ah, okay, hier ging es zur Geisha. Okay, müssen wir gucken, was für eine Figur sie behandelt da oben. Vielleicht hat sie ja die Runde in der Hand, nämlich. Auf jeden Fall liegt der Schlüssel da oben links, wie man sehen kann. Und den brauchen wir ja. Die Frage, wie wir sie da weglocken können. Okay, das macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn. Schlüssel da oben holen können wir wahrscheinlich nicht einfach, ne?
dich drangehe, dann wird sie mich töten. Oder sollen wir uns ranschleichen versuchen? Okay. Das klappt wohl nicht so gut, wie man sieht. Ärgerlich. Ja, dann müssen wir es irgendwie anders probieren. Also wie, ne? Ich habe die Frage, wie. Find's ein bisschen komisch, weil ich nicht genau weiß, wie man es am besten machen kann. Okay, hier tauchen wir wieder auf. Das ist ja schon mal gut. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Also ich weiß nicht. Also wir hatten ja die anderen Sockel-Dings hier reingestellt. Aber da geht das leider nicht hoch. Warum geht das dann mit dem hier? Nee. Muss auch da stehen. So. Liegt das nicht so ganz. Aber irgendwie muss es ja möglich sein, da was Besonderes zu machen. Bloß was ist die Frage? Was müssen wir machen? Gehen wir neu. Also ich glaube, ich musste aber der Gesche ja irgendwie den Schlüssel bekommen. Bloß wie kriege ich den Schlüssel, ist die Frage. Muss sie da irgendwie vielleicht weglocken? Wüsste aber auch nicht wie. War hier auch noch ein Raum? Hier nochmal. Ach komm, hier ist auch eine Figur. Und sie hier. Oh, oh. Nein! Jetzt weiß ich, okay. Ganz klar, wir müssen natürlich mit der. Wir müssen Indiana Jones Style die beiden Figuren austauschen. Deswegen passiert da wahrscheinlich auch nichts mit einer anderen Figur, weil wir sie nicht ausgetauscht haben. Das andere war ja eine. Das hier ist so eine silberfarbene, oder. Nicht silberfarbene, ist sie nicht, aber so ein bisschen hellere Form. Das andere war ja eher so eine Holzfigur, ne? Deswegen müssen wir die wahrscheinlich ganz schnell austauschen. Das ist die Lorette des Rätsels Lösung. Ah, okay. Ja, nimm. Ab und zu. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt von Tempel des Todes. Wir sind schon wieder bei Indiana Jones Tempel des Todes. Ich glaube, die haben sich einfach viele Ideen hier von Indiana Jones geklaut. Und zwar muss er ja diese Statue machen und wiegt damit ein Säckchen Sand ab. Oh. Und tauscht das damit aus. Das macht er auch. Recht gut. Allerdings natürlich kommt dann das Steinding ins Rollen, ne? Klappt dann doch nicht so gut. So, lauf. Hä? Ausgetrickst, guter Mann. Haben wir denn diese Figur mit? Ja, bei Indiana Jones kommt eine riesengroße Steinkugel hinter ihm hergerollt. Und er muss durch den Tempel flüchten. Mit die besten Abenteuerfilme, die ich kenne eigentlich, Indiana Jones. Nicht der ganz neue, der vierte Teil ist nicht so ein Highlight. Aber die ersten drei, na, sagen wir, der erste und der dritte sind wirklich gut. Beides ist ein bisschen schwach. So. Jetzt. Da schau einer her. Okay. Ah, da läuft doch jemand. Da oben auch. Ach, guck mal, ich kann ihn mit meiner Taschenlampe jagen. Oh, Gesche hier irgendwo.
Oh nein! Oh, ich darf ihn nicht so nah ranlassen. Scheiße, ich darf den nicht so nah ranlassen. Aber die Geisha war nicht mehr da, ne? Oder ist das jetzt die Geisha? Ist sie so ein ganz kleines Monster? Das weiß man auch nicht, ne? Mann, ist das spannend. Lustig, lustig. Bin jetzt mal gespannt. Ah, diese Ladezeiten. Die nerven mich auch. Na gut. Viele Taschenlampen. Oh. Oh. Guck mal, wie viele Bösewichte mag es denn noch geben? Der Schlüssel. Zumindest für ganz oben, glaube ich. Wir können sie von hinten noch angelaufen. Das wäre blöd. Da ist noch einer. Ich habe Angst, dass diese Geisha auftaucht. Ich habe so einen Bammel vor dieser Geisha. Die jagt mir irgendwie so einen Schauer über den Rücken. Servus! Okay. Was passiert hier? Mist. Die sind sogar noch schrecklicher als die Geisha. Oh. Ich dachte, ich überlebe es ein bisschen hier. Anscheinend aber nicht. Na komm. Zeig mir, wie schnell du laden kannst. Switch, 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 switch. Oh Mann! Oh Mann! Ich bin zu dicht dran immer, ne? Aber es ist doch gar nicht so leicht, mit dieser blöden Taschenlampe zu strahlen da irgendwie. Dann mal ausprobieren. So, also muss man mit Pro-Controller. Der linke Analogstick, der lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Langsam. Gucken, wie lange der Pro-Controller hält. Denn jetzt 6 Monate. Wäre schon cool, wenn er ein bisschen länger halten würde. Ganz nebenbei, wenn euch mal dieses Video gefällt und ihr vielleicht auch Leute habt, die sagen, oh cool, der Schanze macht das ganz lustig, könnte ich jemanden weiterempfehlen. Empfehlt mich gerne mal weiter. Freue mich über jeden, der mir zuschaut. Und über jeden Abonnenten. Aber klar, auch über jeden Like. So, komm her, ihr Schattenwesen. Diese blöde, verfickte Taschenlampe. Oh, das geht mir auf den Sack. Ich will auf jeden Fall die Viecher noch killen. So, wir sind auch knapp dem Ende wieder der Folge, aber die Viecher müssen wir noch killen. Das wird mich sonst nerven. Auf den Sack, diese kleinen Dinger. Auf den Sack gehen sie mir. Mann, Mann, Mann. Hm. Das Spiel ist echt gut, aber... Das nervt wirklich, die Ladezeiten. Da ruhig mal schneller gehen. Habe schon fast vergessen, was passiert ist.
weil die so lange lädt hier. Was gibt's doch gar nicht? Hä, ich verstehe das nicht. Ich. Oh Mann. Ich glaube, ich scheine jetzt an und renne ich weg. Mann. Das ist nicht normal, dass ich jedes Mal draufgehe hier. Ätzend, 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 ätzend. So, jetzt aber. Volle Konzentration. Muss jetzt klappen. Muss, Leute, es muss. So, los geht's, komm. Noch 1 Million übrig. Oh. Alter, schnell raus, wenn es toll auf R drückt. Was? Wieso kann er das denn? Was ist das denn für ein Typ? Der kann auf einmal so angreifen? Mann! Alter Schwede, ist das ätzend. Wie sind die denn so schwer? Der ist aber gesprungen zum Schluss, ne? Hat's mitgekriegt? Einen richtigen Satz nach vorne gemacht. Mich unter den Taschenlampenlicht geschnappt. Wie fies ist das denn? Also ein paar habe ich ja gekillt, aber jetzt muss ich ein bisschen besser aufpassen. Das ist schon ein bisschen blöd. Okay, nochmal. Die ganze Scheiße nochmal. Oh, ist das ätzend, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie beschissen sind die denn? Und wie viele sind denn von denen da? Wenn ich eine Anzahl sehen würde. Das nervt mich gerade total. Ende zieht sich gerade, ne? Merkt ihr selber. Wenn ich es jetzt beim nächsten Anlauf nicht schaffe, dann höre ich mit der Folge jetzt hier auf. Dann brauche ich so eine Pause dafür. Und dann mache ich es beim nächsten Mal weiter. Das ist ja ätzend. Habt ihr aber schon auch keinen Bock zu, die ganze Zeit zu gucken, wie der Typ da versagt. So. Boah, blöd mit den Viechern. Aber Lichtspiele natürlich ganz geil aus, wenn ich schon spiele, aber.
Dieser scheiß Sprung jedes Mal, Mann. Oh, Leute, wir müssen es aufhören. Ich glaube, ich kann es gerade nicht mehr. Aber wir machen bei der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, tschüss.